Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Nerdfallmedizin. Servus. Neben mir sitzt immer noch oder schon wieder der Chris, Anästhesist, Notarzt in den Lüften und so auf der Straße unterwegs. Und wir haben beim letzten Video, das ich glaube hier, aber vielleicht auch hier verlinkt ist, ich verstehe das nie, über die Analgosedierung generell gesprochen, über die Konzepte an sich. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das gern an. Denn jetzt kommen die Fälle. Also jetzt haben wir das Ganze, was wir vorher besprochen haben, setzen wir mal in die Praxis um und ich werde den Chris ein bisschen quizzen und ihm ein paar unterschiedliche Fälle da vorwerfen. Okay, Und Chris weiß, ich bin nicht vorbereitet und genau, habe Angst. genau, Nein. große Angst und nicht vorbereitet, sehr gut. Wie eigentlich immer im Rettungsdienst, oder? Also, Genau. Der Piepser geht und man weiß nicht, was genau, kommt. schlechter AZ. Genau. Okay, also der Patient, den wir als allererstes haben, der ist auch im schlechten AZ und zwar ist es ein alter Herr, da kommt man hin. Sturz aus dem Bett und so wie du den anschaust, hat er offensichtlich eine Oberschenkelhalsfraktur, eine Oberschenkelfraktur, außen rotiertes, verkürztes Bein. Sonst ist er traumatologisch okay, hat ein bisschen einen knöcherlichen Druck, sagen wir so ungefähr ein 100er Druck, ungefähr eine 80er Frequenz, ist halt unter Beta-Blockern, Antihypertensiv und bla 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 bla. Der ist schon krank und du siehst, der hat super schlechte Venenverhältnisse. Also der war auch gerade bis vor kurzem im Krankenhaus, Kortisonhaut und man sieht mehr blau und schwarz als Haut. Ja. An was für Konzepte denkst du da? Was? Der braucht jetzt was, der liegt da so blöd im Eck, den muss man bewegen, der hat schon schlimme Schmerzen, dem müsste es jetzt was geben. Zumindest bis Okay. man den runterbringt aus dem achten Stock. Okay. Also grundsätzlich habe ich im letzten Video schon gesagt, ich bin bei alten Patienten extrem vorsichtig mit Esketamin, weil die Patienten schon sehr unruhig werden können. Da bin ich jetzt eher Fentanyl-Fan, Okay. muss ich sagen. Und ich bin auch, also benutze auch Fentanyl nasal, das kann man auch sehr gut machen, das wirkt auch sehr gut, wenn da sonst nichts dagegen spricht. Ich brauche dafür, wobei das auch nicht ganz ungefährlich ist, eigentlich auch keinen IV-Zugang. Ja, also ich würde Okay. das auch ohne IV-Zugang machen. Wenn ich Bedenken hätte, dass ich irgendwann was spritzen müsste, würde ich mir einfach dann in dem Fall, wenn der wirklich so schlechte Venen hat, und ich sage, oh, jetzt muss es aber schnell gehen, würde ich mir halt vielleicht noch die Intraaussere, also den Bohrer einfach schon mal bereitlegen lassen. Dass Nur, der schon dass mal, mein genau, Vene, dass er dass mein nicht wenigstens im da. Erdgeschoss ist, sondern bei Genau, dir nicht oben in der im, Nähe, auf genau, jeden und ich Fall. sitze im achten Stock und habe dann ein Problem, sondern einfach schon auch vorbereiten lassen. Sonst an sich, wie gesagt, Fentanyl nasal. Bei den alten Patienten fährt man meistens ganz gut aus meiner Sicht, wenn man 0,05 Milligramm oder 0,1 Milligramm Schritte sich daran titriert. Man muss ein bisschen warten, man braucht ein bisschen Geduld. Habe ich auch ein bisschen Probleme mit der Geduld, aber das funktioniert ganz gut und da kann man sich dann doch meistens so rantitrieren, dass der Patient umgelagert werden kann. Es ist ja häufig so, dass die Patienten, wenn sie dann mal in der Vakuummatratze liegen, wenn sie immobilisiert sind, dann auch keine Schmerzen mehr haben. Und dann geht das ganz gut. Alte Patienten, Fentanyl, Vorsicht, Apnoegefahr besteht natürlich. Also der Patient würde mit Sicherheit Sauerstoff bekommen. Der würde natürlich sättigungsüberwacht werden. Ich würde mal den Blutdruck messen, haben wir vorhin schon gemacht. Und ich würde auch natürlich einen Beatmungsbeutel dabei haben. Ja. Das ist klar. Und ich habe natürlich das Naloxon auch mit im Blick, dass wenn es ganz blöd läuft, könnte ich es antagonisieren, das Fentanyl. So für den, genau, wenn alle Wenn alle Stricke Stricke reißen. reißen. Und Das das ist kann man mein, auch nasal geben, ne? kann man auch nasal geben, genau, eigentlich in der gleichen Dosierung wie IV. Okay. Wirkt auch ganz gut. Ist mein Konzept, wahrscheinlich geht Midazolam, Esketamin auch. Bin ich auch ein bisschen gespannt, was ihr so sagt, was ihr rückmeldet, wie eure Erfahrungen sind. Sehr gern. Aber wie gesagt, mein Konzept in dem Fall, alter Patient, lieber Fentanyl. Okay. Von ganz alt zu ganz jung, ein Fall, den ich so ähnlich hatte. Junges Kind irgendwie im Schwimmbad vom Sprungturm, aber leider nicht ins Wasser, sondern nach hinten runter auf die so Steinplatten. Und wenn man, als ich da hinkam, sah ich, das Kind schreit. Schon mal gut. Das ist immer der erste Schritt. Aber gleichzeitig sieht man, dass der Unterschenkel, der rechte war es, glaube ich, also wirklich quasi 90 Grad weg steht, ist zwar noch geschlossen, aber das Kind kauert so und also einen Venenzugang stelle ich mir auch da schwierig vor. Ne? Die Mutter ist daneben, das Kind, wenn man es nur irgendwo angreift, fängt sofort weiter zum Schreien an. Das tut dem auch sau weh. Sonst ist es stabil. Eine Sättigung habe ich bekommen von den Kollegen, die war 100% mit einer mindestens 140er, 150er Frequenz. Und dann peripher Tastband, Puls, Blutdruckmessung war Nicht möglich. unrealistisch, muss man ehrlich sagen. Schaut jetzt aber nicht. Es war schon ein ordentliches Trauma, aber schaut es nicht so aus, als hätte es jetzt
jetzt im Moment ein massives anderes Problem, außer das Schmerzproblem. Würdest du da auch intranasal beginnen? Oder mit, was sind mit Sicherheit. Okay. Da ist es auch so, ich bin da sehr zurückhaltend, die Kinder zu irgendwas zu zwingen. Oft ist es so, dass sie dann gezwungen werden, da muss dann EKG aufgeklebt werden, da muss dann dringend Blutdruck gemessen werden. Finde ich, in dieser Akutsituation, wo die Kinder so Schmerzen haben, so viel Angst haben, nicht so wichtig. Es liegt bereit, ich versuche Anagogisierung zu machen und kann das dann machen. Okay. Ja, habe natürlich dann nicht die Präoxygenierung gemacht. Ja. Kinder fallen ja auch mal schnell bei der Sättigung, da muss ich halt dann ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Aber die Kinder nicht zu was zwingen, das führt meistens dazu, dass die Situation einfach mehr eskaliert, als dass man deeskaliert. Das ist ein Patient, das ist Esketamin Dormicum Acid Best sozusagen. Okay. Das ist ein toller Patient dafür und das würde ich auch nasal geben, bevor ich anfange, dem einen Zugang zu legen. Mhm, ja. Also gleich quasi vor Ort, bevor du den auch umlagerst und so weiter. Genau, dass er einfach ein bisschen entspannter wird. Da ist Ketamin ein tolles Medikament und das Dormicum dazu, das Midazolam dazu, kann man gut machen. Ein bisschen Vorsicht geboten bei Esketamin ja sowieso bei Schädelhirntrauma. Da gibt es ja oft der Aberglaube, dass Esketamin kontraindiziert ist beim Schädelhirntrauma. Ist es natürlich nicht, kann man schon benutzen. Man muss nur einfach aufpassen, dass die Patienten unter Esketamin auch weniger schnaufen. Das heißt, es reichert sich Kohlendioxid im Blut an und es führt eben zu, kann zu einer Hirndrucksteigerung führen, was beim Schädelhirntrauma schlecht ist. Bedeutet, wenn ich Patienten mit Schädelhirntrauma habe, muss ich einfach ein bisschen vorsichtiger sein und sie gegebenenfalls halt beatmen, dass es nicht passiert. Spricht nicht dagegen, dass man es auch machen kann. Und vor allem bei Kindern definitiv über die nasale Gabe ganz toll. Also wenn das Kind ungefähr 6 Jahre alt ist, glaube ich, okay, ja, haben ungefähr, wir gesagt. Also ganz grob, wenn man so einen normalen 6-Jährigen sieht, so 18 bis 20 Kilo hat, das muss man jetzt auch nicht apodiktisch rechnen, so ganz grobe Anhaltspunkte. Sag mal, die Mutter weiß es sogar. Und die Mutter weiß es vielleicht sogar, weil sie heute Morgen noch beim Kinderarzt war, ist ja super, 20 Kilo. Also da würde ich anfangen mit wahrscheinlich, weil es einfacher zu machen ist, 25 Milligramm Esketamin. Beim Esketamin eher ein bisschen großzügiger sein. Okay. Ja, das schadet mit Sicherheit nichts. Man sagt so 0,5 bis 1 Milligramm nasal, eher 2. Ich würde wahrscheinlich eher 1 bis 2 Milligramm nasal nehmen. Auch da ist es so, ich titriere mich von unten ran, also bei 20 Kilo, 25 Milligramm Esketamin nasal, 1 Milliliter kann man gut machen. Und dann das Midazolam gebe ich immer danach. Denn Problem bei Midazolam ist, es brennt, wenn man es in die Nase gibt. Das heißt, es macht jetzt die Situation auch nicht entspannter, wenn man damit anfängt, weil dann tut es den Patienten auch weh, gerade den Kindern. Also vorher sagen, erst Esketamin, dann Midazolam. Midazolam würde ich dem 20-Kilo-Kind wahrscheinlich 0,05, eher 0,1 Milligramm pro Kilo nasal geben, also in dem Fall 2 Milligramm. Okay. Und dann mal schauen, je nachdem, brauche ich mehr Schmerzmittel, gibt es noch ein Esketamin dazu. Wie gesagt, kann man großzügig sein, ist ja noch sehr unruhig, dann gibt es halt noch ein Milligramm Midazolam hinterher. Meistens ist es so, dass man mit der Dosierung dann auch das Kind so entspannt, dass man Zugang legen kann. Beim 6-Jährigen sind die Probleme ja nicht mehr ganz so groß wie beim 1-Jährigen. Genau, wo du dann den. Und dann kann man den Zugang legen und dann kann man sich natürlich da auch noch ein bisschen einfacher hintritieren, hindosieren. Würdest du dann, wenn du, sag mal, also bei mir war es tatsächlich sehr ähnlich, also der hat sich dann gut umlagern lassen, es hat noch so ein bisschen gekrummelt, hat er noch, aber es war jetzt kein Schreien mehr, ganz entspannt, im Auto haben wir dann den Zugang gelegt. Würdest du dann die Analgosedierung wechseln oder würdest du dann bei Ketamin oder Esketamin Midazolam bleiben, wenn du jetzt schon Venenzugang auch dazu hast? Würdest du dann noch irgendwas anderes dazugeben oder bleibst du jetzt dann einfach da dabei für den Transport? Wenn nichts dagegen spricht, haben wir im letzten Video auch angesprochen, noch mehr alles, was man mehr kombiniert, kann mehr Probleme machen. Dann hat man auch mehr Nebenwirkungen. Wenn ich eine gute Analgosedierung damit hinbekomme, bleibe ich da IV auch mit dabei. Okay, super. Gut, das waren jetzt eigentlich schon zwei Fälle, wo man nasal ziemlich gut hinkommt. Machen wir mal den nächsten Fall. Ein bisschen was abgefahren, das hat man vielleicht nicht jeden Tag, aber Verkehrsunfall auf der Landstraße, 2 PKWs zusammen, aus dem einen Auto werden versorgt, sind nicht schwer verletzt und in dem anderen, ein bisschen kleineres Auto, ist einer eingeklemmt. Und der hat schon ordentlich Schmerzen, weil die Beine halt mehr oder weniger schwer verletzt sind, weiß man nicht genau. Die Feuerwehr sagt halt zu, also mindestens eine halbe Stunde braucht man, bis wir den da rausschneiden. Und dein einziger Zugang ist quasi, sagen wir so, ein Unterarm. Also der hat schon schöne Venen, ist ein junger Mann. Was wäre da so dein Konzept? Also das Ziel ist, der ist jetzt da eingeklemmt, das heißt, soll analgosediert werden. Richtig viel Überwachung kriegst du da nicht hin. Richtig viel Intervention, wenn der aufhört zum Schnaufen, auch nicht.
Mist. Mache ich mir jetzt verschiedene Gedanken. Wahrscheinlich würde ich mich in dem Fall auch für Esketamin und Midazolam entscheiden. Okay. Wahrscheinlich. Mhm. Aus dem Grund, dass es länger geht, dass ich natürlich mit Esketamin doch die Chancen ganz gut stehen, dass der Patient adäquat selber atmet. Mhm. Und dass ich eine relativ kreislaufstabile Kombination habe. Mhm. Ja, also Blutdruckabfälle haben Patienten immer, wenn man Schmerzen nimmt, weil einfach die Katecholamine, die eigenproduzierten Katecholamine wegfallen. Klar, das ist immer so. Aber natürlich Kombination Fentanyl, Propofol macht es eher mal oder Propofol macht ja eher mal Hypotonien oder Blutdruckabfälle. Von dem her würde ich mich da wahrscheinlich auch für Esketamin Dormicum entscheiden. Dann gebe ich es halt IV. Dann gibt es bei jungen Patienten auch, wenn die so starke Schmerzen haben, und es dauert ein bisschen, eine großzügige Dosis Esketamin, also auch wahrscheinlich auch IV, 1 Milligramm pro Kilo oder ungefähr 1 Milligramm pro Kilo, sodass man es auch gescheit dosieren kann. Also wahrscheinlich würde ich bei dem jungen Mann jetzt mit 50 Milligramm anfangen, intravenös, und dann ein bisschen Dormicum dazu, erstmal 2 Milligramm und mal schauen, wie es dann ist. Wenn man Patienten Esketamin gibt, immer dran denken, Esketamin macht eine dissoziative Analgesie, bedeutet, das kann schon sein, dass der Patient trotzdem noch vor Schmerzen schreit, es aber nachher nicht mehr weiß. Für den Patienten ist das egal, für alle Umstehenden kann es belastend sein. Das heißt also gerade auch, wenn es um Kinder geht oder Angehörige in dem Fall mit dabei sind, die auch neben dem Auto stehen oder im Auto sitzen, denen sollte man das vorher sagen, dass es schon sein kann, dass der Patient zwar noch Schmerzen äußert, es aber nachher nicht mehr weiß. Mhm. Ja, das entspannt die Lage doch immer, wenn die Patienten einfach wissen. Okay. Chris, fällt dir noch irgendein anderes Szenario ein, wo du sagst, da würdest du ganz ein anderes Konzept fahren? Wir haben jetzt gerade vorher nochmal über die Kardioversion geredet zum Beispiel. Was sind so da deine Ideen? Gibt es ja auch eine Myriade an Varianten. Genau, da habe ich mich, also meinen Ablauf selbst auch verändert in den letzten Jahren tatsächlich. Okay. Kardioversion an sich ja eine Maßnahme, die zwar wehtut, aber sehr kurz nur wehtut. Ich habe früher immer Analgesie dazu gemacht fürs gute Gefühl, weil es natürlich wehtut. Und als Anästhesist möchte man das natürlich auch irgendwie, dass die Patienten keine Schmerzen haben. Aber alle Medikamente, die man halt zur Analgesie hat, die wirken halt deutlich länger, als der Schmerzreiz einwirkt auf den Patienten. Ich benutze inzwischen Propofol Mono, egal innerklinisch oder auch präklinisch. Habe damit gute Erfahrungen gemacht. Und wenn ich den Patienten danach frage, wenn die Augen wieder aufmachen, haben die auch alle immer gesagt, sie haben nichts davon mitbekommen. Also ich glaube, Propofol alleine funktioniert gut. Vorsichtig sein muss man sicherlich, wenn man mehrere Schocks braucht, um den Patienten zu konvertieren. Dann wird es irgendwann ein bisschen kritisch natürlich. Aber wenn es mit einem oder auch selbst mit zwei Schocks, wenn es dabei bleibt, ist Propofol Mono eine gute Geschichte. In der Klinik, bei den Herzpatienten, die wir gerne haben, wo wir das mal machen, lande ich am Ende meistens bei 80 Milligramm für den Erwachsenen. Ja. So stückweise. Genau. Meistens stückweise, kommt ein bisschen darauf an, wie ist der Blutdruck davor, dann gebe ich auch gleich mal die 80 Milligramm. Aber im Rettungsdienst und präklinisch haben wir im letzten Video schon gesagt, ich taste mich eher von unten nach oben ran. Ja. Geht mit Propofol IV super gut oder auch intraossär, wenn es sein muss. Kann man gut machen, in 20 oder 30 Milligramm Schritten sich nach oben titrieren und dann einfach gucken, wenn der Patient schläft und auch auf Ansprache nicht mehr weckbar ist oder auch wenn man mal über die Wimpern fährt und die Augen sich nicht mehr zusammenziehen, einfach merkt, okay, jetzt hat er schon einen tiefen Schlaf, dann kann man die Kardioversion eigentlich problemlos machen. Okay. Und dann der Patient macht kurz darauf die Augen wieder auf. Es ist gut. Also die meisten brauchen eigentlich, wenn sie dabei noch Sauerstoff haben, nicht mal Atemstimulation oder einen Essmaßangriff oder irgendwas. Ich mache das ähnlich, wobei ich manchmal noch dieses, wie du sagst, fürs Gefühl irgendwie fast noch ein bisschen eine Spur Ketamin oder eine Spur Fentanyl dazugebe. Und ich finde, der einzige, wo ich von diesem Propofol weggehe, ist der potenziell instabile Rhythmuspatient. Also wo ich das Gefühl habe, oh, das ist irgendwie ein ACS, der jetzt da, wo ich nicht sicher bin, oder der hat eine auch hemodynamisch leicht instabile Breitkomplex-Tachykardie, wo ich Sorge habe, der könnte irgendwie schlechter werden. Da bin ich eher zurück, und mit dem Propofol, den gebe ich meistens einen Hauch Ketamin, mit dem Risiko, dass der ein bisschen was mitbekommt, muss man dazu sagen.
aber weil ich einfach Angst habe, dass ich den da, dem, seinen letzten, wenn der jetzt einen 70er Druck hat unter seiner Breitkomplex, ja, so. Aber das sind tatsächlich dann Sonderfälle und es gibt da auch Leute, die sagen, also wenn der ja gerade vor dir abflimmert, also wenn es wirklich so schlimm ist, jetzt nicht ein bisschen instabil, sondern abflimmert, dann muss man riskieren, dass der Patient einmal Schmerzen hat, bevor er da quasi reanimationspflichtig wird. Genau, ist sicherlich auch ein Argument. Ja, aber es ist, macht's jetzt ohne, es muss auch schnell gehen, man kann auch nicht warten, bis aufgezogen ist oder der Zugang liegt oder wie auch immer. Ja, es ist tatsächlich meistens so, wenn man weiß, was passieren kann und sich darauf vorbereitet und adäquat das auch dann einsetzt, das Medikament und die Mittel, dann geht es ganz gut. Sicherlich beim Propofol jetzt nicht 80 Milligramm im Schuss. Blöd, das gibt mit Sicherheit Hypotonie oder vielleicht sogar noch mehr. Wenn man es langsam spritzt, wenn man es in kleinen Gaben spritzt, zwischendrin gut durchspült, ist es gut zu machen. Das gilt im Endeffekt dasselbe für alles andere, was die Medikamente machen. Propofol hat ja gern diesen, den Venenreiz beim Spritzen. Wenn man den Patienten da vorbereitet und sagt, passen Sie auf. Wenn man dem Patienten sagt, passen Sie auf, es wird gleich brennen, wird es mit Sicherheit brennen, ist unangenehm. Wenn man dem Patienten sagt, jetzt wird es mal warm im Arm, da scheint jetzt die Sonne drauf, dann ist das eigentlich immer ganz gut zu machen. Finde ich auch gut. Ich finde, wenn man betont, wie gut das Schmerzmittel wirkt, dann subjektiv wirkt es gleich doppelt so gut. Genau. Wenn ich dem Patienten vor Fentanyl sage, ich gebe Ihnen das jetzt, Sie werden jetzt wahrscheinlich wird Ihnen schlecht werden, Sie werden erbrechen, dann erbricht er mit Sicherheit in den Rettungswagen. wenn man das anders macht und sagt, machen wir die Augen zu, es wird ein bisschen schwindelig, aber es ist ein sehr gutes Schmerzmittel, das wird, die Schmerzen werden gleich besser werden, wie du sagst, dann funktioniert es sicherlich sehr gut. Jetzt ist mir doch noch ein Fall eingefallen, Chris. Und zwar, was ist jetzt mit dem normalen Trauma, eben so jemand wie ich, nach zwei Gläsern Wein, unkoordiniert, irgendwie blöd aufgekommen und ich breche mir den Unterschenkel oder den Knöchel irgendwie offen. Also schaut richtig brutal aus und das muss man jetzt auch wieder reponieren und das tut schon schweineweh, Venenverhältnisse und so weiter, alles schick. Was wäre da so dein Konzept? Aber du brauchst wahrscheinlich auch relativ viel, um mich da mal so runter zu prügeln, damit man das überhaupt reponieren kann. Wäre jetzt das Konzept grundsätzlich bei jungen Patienten eigentlich egal, was man tut, wenn nichts dagegen spricht. In dem Fall wäre ich jetzt mit dem Alkohol ein bisschen vorsichtig und der Tatsache, dass ich vielleicht doch mehr brauche, um den Patienten zu versorgen. Eigentlich bin ich bei offenen Frakturen Fentanyl-Fan, also mag gern Fentanyl, aber Vorsicht, Kave sozusagen. Wenn Alkohol im Spiel ist, gibt es da mal auch verlängerte Abnehmphase. Sagen wir mal ein Glas. Ein Glas ist ja, einfach wobei, ungeschickt. Wenn der Patient sagt, ein Glas, sind es vielleicht doch drei gewesen. Also auch da ein bisschen vorsichtig. Kann man jetzt schauen, Fentanyl, ja, wahrscheinlich würde ich in dem Fall doch Ketamin nehmen. Ob man es jetzt Alkohol und Dormicum oder Midazolam kombiniert, kann man auch vorsichtig sein. Wahrscheinlich würde ich in dem Fall total abgefahren Ketamin und Propofol nehmen. Hey, ich das, als Anästhesist. Hey, das wollte ich gerade sagen. Ja, du nimmst sicher Propofol, Fentanyl und so weiter, aber ich würde ja, hast du mich... Tut mir leid, habe ich jetzt versaut? Merkt man wieder, dass es tatsächlich nicht abgesprochen ist. Genau. Ketofol. Also ist Ketofol. Ist doch natürlich keine schlechte Sache, ne, muss man sagen. Also du nimmst diese Bad Trips oder so, die das Ketamin manchmal machen kann oder das S-Ketamin durch das Propofol weg. Du hast den vielleicht Blutdruckverlust des Propofols gleichst du durch ein bisschen Wirkung vom Ketamin vielleicht auch aus. Ja. Also die spielen schon ganz gut zusammen, die Medikamente, finde ich. Das ist schon eine schicke Variante, gerade für so eine Traumageschichte, oder? Also witzigerweise habe ich die Kombination Ketofol, also benutze ich selten, aber immer mehr. Ja? Mhm. Ich bin drauf gekommen durch dich tatsächlich. Ich glaube, das eher selber. Der Wahnsinn. Sonst, weil man halt so diese Ketamin-Midazolam-Dosierung oder Kombination kennt. Aber tatsächlich gefällt sie mir ganz gut und ich finde sie eigentlich ziemlich cool, weil natürlich Propofol deutlich kürzer wirkt. Also durch Dormicum hat man ja schon eine relativ, also eine längere Wirkung. Und die paradoxe Wirkweise, gerade bei Kindern, ist auch nicht, oder auch bei alten Patienten, ist nicht zu unterschätzen. Viele sagen zwar, paradoxe Wirkung gibt es nicht, das ist eher eine Unterdosierung. Ja, mag sein. Okay. Aber wenn ich mehr dosiere, habe ich auch mehr Nebenwirkungen. Das heißt, an sich komme ich eigentlich mit Propofol also besser klar, weil ich da einfach besseres Handling auch mit habe. Und von dem her finde ich die Kombination Propofol-Ketamin tatsächlich sehr sexy, wie du vorhin gesagt hast. Finde ich wirklich eine coole Sache. Ich brauche halt einen IV-Zugang. Ja. Also Propofol nasal geht nicht. Das muss zwingend IV gegeben werden oder intraosseer. Aber mein Gott, den hat man ja eigentlich auch in den meisten Fällen.
Ich bin ganz schockiert, das war nicht geplant, aber es ist der beste Abschluss, den ich mir vorstellen kann. Sehr gut. Genau. Lieber Chris, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Danke euch fürs Zuschauen. Wie immer, eure Fragen, eure Konzepte, hättet ihr das auch so gemacht bei diesen Fällen oder würdet ihr das ganz anders machen? Habt ihr vielleicht eins von den Medikamenten gar nicht oder habt ihr andere, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben? Video teilen, liken, diskutieren, kommentieren, weiterschicken, WhatsAppen und so weiter und so fort. Ja, Chris, vielen Dank fürs Schwitzen vor der Kamera mit mir. Ist in Ordnung, vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder, auch bei 36 Grad. Auf jeden Fall. Wir haben schon ganz vorher schon ein, zwei lustige Themen diskutiert. Da fällt uns was ein, was wir euch fragen können. Und wenn ihr spezielle Themen, Ideen gerade für den Chris als Anästhesist und so weiter habt, raus damit. Genau, immer her damit. Das war's. Bis bald bei Nerd von Medizin. Ciao. Tschüss.